Hallöchen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Online-Nachhilfe Augenoptik. Ich bin der Max und ich grüße euch. Ja, eine Woche bzw. jetzt schon ein bisschen mehr Zeit ist vergangen und heute kommt unsere neue Folge 10. Und heute machen wir Abbildung durch einen Positiv- und Negativ-Meniskus und die Bildentstehung dabei auf der Netzhaut. Also, ihr habt ein Brillenglas vor dem Auge. Und wir wollen heute mal konstruieren, wie das Bild A durch das Brillenglas entsteht und B dann halt eben entsprechend einmal auf der Netzhaut. Das Ganze wird euch präsentiert von Online-Nachhilfe Augenoptik hier auf YouTube. Ja, dann fangen wir einfach mal direkt an mit dem Inhalt. Also was erwartet euch? Wir machen erst einmal eine Wiederholung für das Positiv- und den Negativ-Meniskus. Dann machen wir die Abbildungen durch den Positivmeniskus, also das Objekt ist unendlich weit vor dem Auge, also im Unendlichen sozusagen. Und einmal, wenn das Objekt sich im Endlichen vor dem Brillenglas befindet, also im Graufraum der Person, die die Brille halt eben benutzt. Dann kommt die Abbildung durch einen Negativmeniskus und auch da ist einmal das Objekt unendlich weit weg, also im Unendlichen. Und einmal, wenn das Objekt endlich vor der Brille liegt, also im Greifraum. Ja, und obligatorisch gibt es zum Schluss immer einen Ausblick auf Folge 11. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir direkt an. Wir fangen erstmal, wie gesagt, mit der Wiederholung von Positiv- und Negativ-Meniskus an, dass wir uns nochmal bewusst werden, wo sind da nochmal die Brennpunkte und wie sieht da konkret die Bildentstehung aus. Ja, Negativmeniskus, ich blende ihn einfach nochmal ein. Oder auch die Zerstreuungslinse hat das Merkmal, dass der bildseitige Brennpunkt, hier F', vor dem Brillenglas liegt und das Bild somit virtuell und verkleinert und aufrecht entsteht. Die Vorderfläche hat eine entsprechende Basiskurve und die Rückfläche dient der Rezeptfläche. Aufgrund dessen haben wir eine Verkleinerung des Bildes und das Bild ist virtuell aufrecht und logischerweise verkleinert und das Ganze dient der Korrektion der Myopie. Wenn wir jetzt die Vollkorrektionsbedingungen erfüllen möchten, dann muss der bildseitige Brennpunkt, also der F' mit dem Punctum remotum des ametropen Auges entsprechend zusammenfallen und wir haben die Vollkorrektionsbedingungen erfüllt. Dann gucken wir uns nochmal den Positivmeniskus an. Der Positivmeniskus hat seinen bildseitigen Brennpunkt hinter dem Brillenglas und ist somit eine Sammellinse, weil das Bild entsprechend hier gesammelt und gebündelt wird. Dementsprechend ist das Bild, was hier entsteht, reell auf dem Kopf und vergrößert. Auch hier ist die Vorderfläche die Rezeptfläche. Also anders als beim Minusglas. Und die Rückfläche ist hier die Basiskurve. Das Brillenglas bewirkt, wie schon gesagt, eine Vergrößerung. Und das Bild entsteht reell auf dem Kopf und vergrößert und dient der Korrektion der Hyperopie. Und auch hier entsprechend muss der bildseitige Brennpunkt mit dem Punctum remotum, also unserem Fernpunkt, zusammenfallen, um die Vollkorrektionsbedingungen zu erfüllen. Ja, dann würde ich sagen, starten wir direkt rein. Abbildung durch einen Positivmeniskus und das Auge. Das mag jetzt erst einmal für den einen oder anderen als Überforderung wirken. Das ist ein zweilinsiges System. Ich erkläre das eigentlich gleich nochmal ganz genau, wie das entsprechend dann zu konstruieren ist. Wir gucken uns erstmal den Fall an, das Objekt liegt unendlich weit vor dem Brillenglas. Also ihr habt eure Brille aufgesetzt und schaut in die Ferne und sieht irgendein beliebiges Objekt. Und jetzt wollen wir uns mal angucken, wo die Bilder entsprechend entstehen und wie das Bild entsprechend dadurch dann auf der Netzhaut entsteht. Ich blende es hier mal ein. Man kann schon sehen, es ist etwas aufwendiger als die normale Konstruktion einer einfachen Linse. Aber das ist eigentlich ein Hexenwerk, man kann das relativ schnell sich aneignen. Man muss nur entsprechend die gängigen Konstruktionsmethoden anwenden. So, ich trinke nochmal eben einen Schluck Wasser.
Und dann soll es auch schon losgehen. Kennzeichnung, dass ein Objekt aus dem Unendlichen kommt, ist, dass das Licht, was ja von dem Objekt eben ausgesendet wird, parallel zueinander auf die Vorderfläche des Brillenglases auftrifft. Deshalb haben wir hier jetzt einfach mal drei verschiedene parallel zueinander verlaufende Lichtstrahlen, die auf die dingseitige Hauptebene des Brillenglases auftreffen. Wir fangen, ich habe hier nochmal die Zahlen angeschrieben, wie ich das gezeichnet habe. Ich habe hier einfach angefangen unter einem beliebigen Winkel. Ich habe, glaube ich, 15 Grad oder irgendwie was genommen, völlig trivial. Wichtig ist, dass der Winkel dann entsprechend immer gleich sein muss. Das heißt, zwischen der optischen Achse und dem eintreffenden Lichtstrahl ist entsprechend immer der gleiche Winkel auf allen entsprechenden Strahlen anzuwenden. Ich habe jetzt hier mit dem Strahl einfach mal angefangen. Und dieser Strahl wäre unser Hauptpunktstrahl. Ist deutlich gekennzeichnet, dass dieser Strahl auf den dingseitigen Hauptpunkt verläuft und am bildseitigen Hauptpunkt unter dem gleichen Winkel wieder entsprechend herausläuft. Das ist der sogenannte Hauptpunktstrahl. Konstruktionsweise wäre danach: Hauptpunktstrahl wird an H' Hauptpunktstrahl oder bleibt an H' Hauptpunktstrahl. Das ist unser erstes. Also wir zeichnen den hier unter einem bestimmten Winkel. Und verlängern den entsprechend auf der gleichen Höhe mit dem gleichen Winkel hier einmal weiter. Das machen wir so lange, bis er entsprechend auf die Hauptebene des Auges trifft. Das hier ist die Hauptebene des Auges und hier sind unsere Knotenpunkte. Und hier hinten ist der bildseitige Brennpunkt des entsprechenden Auges. Also, Hauptpunktstrahl. Bleibt ein H-Hauptpunktstrahl. Wir ziehen das durch, bis dieser Strich entsprechend hier auftrifft. Das ist unsere erste Methode, die wir machen. Gut. Das zweite, was ich gemacht habe, ist entsprechend einen Knotenpunktstrahl hier zu zeichnen. Der Knotenpunktstrahl ist dadurch gekennzeichnet, dass er durch den Knotenpunkt, und zwar den dingseitigen, des Auges hindurchgeht. Das habe ich so gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich fange den Strahl so weit wie möglich oben an. Und also an der bildseitigen Hauptebene und ziehe den entsprechend einfach einmal bis auf den Knotenpunkt durch. Das habe ich so entsprechend gemacht. Und gleiches Verfahren wie auch schon beim Hauptpunktstrahl am bildseitigen Knotenpunkt wird der entsprechend mit dem gleichen Winkel einfach verlängert. Und der dingseitige Knotenpunktstrahl wird erstmal ein ganz Stückchen einfach weiter verlängert und zwar gestrichelt. Wir wissen ja, dass das Bild unseres Brillenglases im entsprechenden Brennpunkt des Brillenglases das Bild entstehen muss. Und dementsprechend weiß man, okay, das Bild muss ja hier zwangsläufig entstehen, sonst haben wir keine Vollkorrektion. Also verlängere ich jetzt den dingseitigen Knotenpunktstrahl, Entschuldigung, so lange, bis der hier entsprechend sich mit dem bildseitigen Brennpunkt schneidet. Und das ist hier der Fall. Streng genommen hätte ich jetzt hier an der Stelle schon das Brillenglasbild oder das Bild, das durchs Brillenglas entsteht, gezeichnet. Es ist natürlich so, dass ich mit einem Strahl keine Schnittfläche habe und wir entsprechend eine Schnittfläche erzeugen müssen, damit das Bild da auch wirklich hundertprozentig entsteht. Deshalb haben wir jetzt hier unseren Hauptpunktstrahl bis hierhin gezeichnet. Und wenn ihr jetzt genau gezeichnet habt und ihn einfach weiter verlängert, müsste der sich genau in diesem Punkt entsprechend mit der Höhe des Brennpunktes schneiden. Und mit der Verlängerung des dingseitigen Knotenpunktstrahls. Die schneiden sich nämlich genau an einem Punkt, nämlich da, wo der Brennpunkt ist. Und dann hätten wir streng genommen schon unsere Bildentstehung für das Brillenglas gezeichnet. Jetzt ist es natürlich so, jetzt wollen wir ja noch wissen, wo entsteht denn überhaupt das Bild. Da haben wir jetzt ja einmal diesen Strahl hier schon gezeichnet, das ist der bildseitige Knotenpunktstrahl. Aber diesen hier haben wir noch nicht. Also müssen wir gucken, okay. Wir brauchen hier etwas, was sich hier schneidet irgendwo. Irgendwo hier muss ich irgendwas schneiden. Also wissen wir ja, wir haben einen Hauptpunktstrahl schon gezeichnet und einen Knotenpunktstrahl.
Also könnten wir jetzt zum Beispiel noch einen Achsparallelstrahl zeichnen oder halt eben einen Brennpunktstrahl. Dann habe ich jetzt Folgendes gemacht. Ich habe ja hier die beiden Schnittpunkte vom Knotenpunkt und Hauptpunktstrahl. Und da muss das Bild ja entstehen, das weiß ich ja. Das heißt, mache jetzt Folgendes. Ich ziehe von diesem Punkt bis auf die Rückfläche oder auf die bildseitige Hauptebene des Auges eine durchgezogene Linie und ziehe die entsprechend weiter bis zur bildseitigen Hauptebene des Brillenglases. Das heißt, ich hätte diese Strecke hier entsprechend und dann muss ich hier nur noch rüberfluchten und hier an der Stelle wieder parallel den dritten einfallenden Lichtstrahl zeichnen. Und dann hätten wir einen Achsparallelstrahl gezeichnet und der Achsparallelstrahl wird ja an H' des Auges zum Brennpunktstrahl. Das heißt, ich muss diesen Strahl entsprechend nur noch mit dem bildseitigen Brennpunkt des Auges verbinden. Und dann habe ich einen Schnittpunkt vom bildseitigen Knotenpunktstrahl und von bildseitigem Brennpunktstrahl des Auges. Und da entsteht mein Netzhautbild Y2. Das heißt, das Auge guckt sich entsprechend dieses Bild hier an und die Bildentstehung auf der Netzhaut wäre dieses. Man merkt jetzt schon an der Stelle, immer wenn sich gestrichelte, also verlängerte oder halt eben rübergefluchtete Strahlen schneiden, erhalte ich dementsprechend auch ein gestricheltes Bild. Also ist das Bild in diesem Fall virtuell. Schneiden sich jedoch reguläre Bildstrahlen, die nicht gestrichelt sind, ist das Bild, was dadurch entsteht, ebenfalls reell. Also wie ihr seht, entsprechend einfach nur die Konstruktionshinweise und die Konstruktionsrichtlinien umgesetzt. Ich sage es nochmal. Erstens, Hauptpunktstrahl weitergezeichnet, rübergefluchtet und verlängert. Zweitens, der hier oben, Knotenpunktstrahl, entsprechend ein bisschen nach oben gezeichnet, verlängert. Und der dritte ist der Achsparallelstrahl, der hier durchgeht. Und der Achsparallelstrahl wird an einem H' des Auges zum Brennpunktstrahl. Okay, das war einmal die erste Konstruktion. Objekt unendlich weit weg von dem Brillenglas. Machen wir dahingehend einmal weiter mit dem Objekt endlich vor dem Brillenglas. Wir sind immer noch beim Positivmeniskus. Das Ganze sieht so aus, das heißt, ich habe irgendwo vor dem Brillenglas mein Objekt stehen, das ist hier mein Y. Und auch hier mache ich es ganz genauso. Das heißt, das Objekt an der obersten Spitze fange ich einmal an und zeichne als allererstes mal Möglichkeit 1 meinen Achsparallelstrahl auf diese linksseitige Hauptebene des Brillenglases. Oder ich zeichne zuerst meinen Hauptpunktstrahl, das will ich euch überlassen, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Diese beiden Striche oder Strahlen müssen aber in jedem Fall eingezeichnet werden. Wir fangen einfach mal an mit dem Achsparallelstrahl an der Stelle, das ist ein bisschen einfacher zu erklären, warum, wieso, weshalb. Also Achsparallelstrahl, gerade durchziehen und dann rüberfluchten und auf den entsprechenden bildseitigen Brennpunkt des Brillenglases verlängern, weil Achsparallelstrahl wird an H' zum Brennpunktstrahl. Haben wir hier gemacht. Dementsprechend muss das Ganze nach hinten verlängert werden und ich hätte hier entsprechend meinen ersten, also nach hier hinten einfach weiter verlängern. Dann das gleiche nochmal mit dem Hauptpunktstrahl einzeichnen, rüberfluchten, weiterzeichnen mit dem gleichen Winkel und dann entsprechend von dieser Seite aus nach hinten verlängern. Und dann hätte ich eigentlich schon den Ort, wo mein Bild entsteht. Diese beiden Punkte schneiden sich nämlich in diesem Punkt. Und dann hätte ich letztendlich schon mein virtuelles Bild entsprechend einmal gezeichnet. Ja, und dann kann ich noch Folgendes machen. Ich kann noch einen Knotenpunktstrahl zeichnen. Das würde entsprechend dann so funktionieren, dass ich den Knotenpunktstrahl vom Bild aus dann zeichne, von diesem Schnittpunkt. Also hier wieder ansetzen und rüber zum
Ding seid, den Knotenpunktstrahl des Auges ziehen. Achtung, in Richtung des Bildes muss der entsprechend virtuell gezeichnet, also gestrichelt gezeichnet werden. Und hier am Knotenpunkt entsprechend mit dem gleichen Winkel rüberfluchten. Dann weiß ich, wo mein Bild entsteht ja schon. Und dann kann ich von da aus ebenfalls nochmal einen Achsparallelstrahl zeichnen. Das wäre dieser hier. Achtung, nach vorne muss entsprechend wieder verlängert werden. Also in Richtung des Bildes. Und dann nur noch den Achsparallelstrahl entsprechend an H' zum Brennpunktstrahl des Auges werden lassen. Und der schneidet sich dann mit dem Knotenpunktstrahl und da habe ich entsprechend das Bild für meine Netzhaut, das Y2. Diese grünen Striche, die jetzt hier eingezeichnet sind, die habe ich dann logischerweise noch nicht. Aber ich weiß ja, alles klar, das Objekt, was ich habe, das Licht geht ja trotzdem auf die Vorderfläche des Brillenglases. Und das sind dann die sogenannten Ergänzungsstrahlen. Das heißt, ich hätte jetzt auch zeichnen können, entsprechend vom Objekt auf die Vorderfläche. Also das dann konsequent angemeldet. Das Problem ist halt eben, dass ich noch nicht weiß, unter welchem Winkel ich das Ganze zeichnen muss. Aber das ist ja letztendlich trivial. Ich kann ja das erstmal so zeichnen, wie ich es halt entsprechend weiß und kann dann entsprechend ergänzend die Ergänzungsstrahlen noch mit in die Zeichnung einbringen. Das haben wir zum einen hier bei diesen beiden grünen Strahlen und auf der Bildseite des Auges haben wir das auch nochmal einmal hier am Brennpunktstrahl und entsprechend am Hauptpunktstrahl, der eben auch nochmal auf das Bild des der Netzhaut sozusagen zurückgeführt werden muss. Ja, dann hätten wir letztendlich das Positivbrennglas abgehakt und dann würde ich sagen, gehen wir weiter zum Negativmeniskus. Und wir fangen da wieder an, Objekt unendlich weit vor dem Brillenglas. Hier sieht es auch wieder etwas einfacher aus. Die Lichtstrahlen kommen wieder parallel zueinander. Und auch hier habe ich wieder die Konstruktionsregeln angewandt. Also erstmal Hauptpunktstrahl gezeichnet, rüber gefluchtet, nach hinten verlängert. Und genau, dann wieder von dem Punkt aus, vom Brennpunkt aus im Schnittpunkt auf den Knotenpunkt verlängert. Achtung, nach hinten wieder durchziehen. Und dementsprechend hinten wieder mit dem gleichen Winkel verlängert. Dann habe ich schon mal zwar einen Schnittpunkt von diesen beiden Strahlen, von 1 und 2. Und dann kann ich von hier wieder einen Achsparallelstrahl zeichnen, wie ich das schon gesagt hatte, nach hinten einmal komplett durchzeichnen, bis auf die dingseitige Hauptebene des Auges, dann wieder rüberfluchten, virtuell weiterzeichnen und dann kann ich hier auch unter dem gleichen Winkel meinen Lichtstrahl da einfallen lassen und dann muss ich letztendlich nur noch den bildseitigen oder den Achsparallelstrahl, ein H' vom Auge zum Brennpunktstrahl werden lassen und ich habe entsprechend hier meine Netzhautbildgröße gezeichnet. Das ist hier relativ einfach. An der Stelle ein bisschen schwieriger wird es jetzt, wenn das Objekt im Greifraum sich sozusagen befindet. Und ja, an der Stelle erst einmal nicht erschrecken. So, also Objekt habe ich wieder hier mit Y eingezeichnet. Und ich mache wieder wie gehabt. Also vom oberen Punkt Hauptpunktstrahl einzeichnen und vom H' des Brillenglases auf die dingseitige Hauptebene weiterziehen, bis ich da einen Schnittpunkt habe und das Ganze halt eben entsprechend wieder nach hinten verlängern in die entsprechende Richtung. Dann habe ich vom Objekt wieder meinen Achsparallelstrahl, der an H' zum Brennpunktstrahl wird. Achtung, der Brennpunkt liegt jetzt im Realraum, also hier. Also muss ich von diesem Punkt nach hier unten verlängern, und zwar gestrichelt, weil das Bild entsteht virtuell. Und unter diesem Winkel kann ich dann auch genauso gut schon auf die dingseitige Hauptebene des des Auges verlängern. Und dann habe ich schon mal zwei Punkte, die sich zum einen hier schneiden und zum anderen zwei Punkte, wo ich hier beim Auge dann später weiterzeichnen kann.
Das heißt, ich weiß jetzt, wo das Bild entsteht und kann dann entsprechend vom Bild des Brillenglas, was ich hier habe, weiterzeichnen. Ich würde dann entsprechend hier von dem oberen Punkt des Bildes, was ich ja jetzt habe, wieder einen Achsparallelstrahl weiterzeichnen. Das wäre dann dieser hier. Und der würde dann entsprechend an Haarstrich des Auges zum Brennpunktstrahl des Auges. Dann hätte ich hier diese Linie entsprechend eingezeichnet. Dann mache ich das Ganze nochmal mit dem dingseitigen Knotenpunktstrahl. Auch wieder hier vom Schnittpunkt aus zum Knotenpunkt rüberziehen und dann an K' mit unter dem gleichen Winkel weiterziehen, bis ich den Schnittpunkt habe mit dem bildseitigen Brennpunktstrahl. Und da habe ich entsprechend dann meine Netzhautbildgröße oder meine Schnittpunkte, wo das Netzhautbild entsprechend entsteht. Und dann brauche ich nur noch eins machen. Ich muss diese beiden, die Hauptpunktstrahlen und den Brennpunktstrahl des Brillenglases als Ergänzungsstrahl sozusagen dahin weiterzeichnen. Und ich muss vom Objekt die Ergänzungsstrahlen auf die Vorderfläche des Brillenglases hier entsprechend weiterzeichnen. Und dann habe ich letztendlich die Konstruktion in diesem Fall schon abgeschlossen. Ja, ich hoffe, das war einigermaßen verständlich, wie das Ganze dann funktioniert. Es gibt noch ein paar Neuerungen, da komme ich gleich zu, was den Kanal betrifft. Vorher kommen wir natürlich erst einmal zu meiner obligatorischen Karteikarte und sonst so. Wie immer ist natürlich eure Meinung gefragt. Das könnt ihr mir gerne einfach mal als Kommentar unter mein Video schreiben. Dann möchte ich gerne wissen, welche Wünsche, welche Anregungen, Kommentare, welche Kritik habt ihr an meinen Videos. Schreibt das bitte einfach mal unter meine Videos drunter als Kommentar. Und jetzt folgt eine Neuerung. Und zwar hätte ich ganz gern von euch, dass wenn ihr spezielle Fragen zu einem Thema habt, dass ihr bitte meine neu eingerichtete E-Mail-Adresse benutzt. Und zwar ist das onaugenoptik@outlook.de. Und die bekomme ich separat entsprechend, ne? Also kann ich auch von meinem Mobiltelefon entsprechend beantworten. Das ist alles gar kein Problem. Ich habe das entsprechend so eingerichtet. Und wenn ihr Fragen habt, ich bin hyperop, ich bin myop, ich habe das und das Problem und ich habe Probleme bei Refraktion etc. pp. Einfach da mal eine E-Mail hinschreiben. Ich versuche das dann so schnellst wie möglich zu beantworten. Mit dieser Kommentarfunktion, das, da müllt man sich ja nur zu. Und das muss ja auch alles nicht sein. Außerdem muss nicht Gott und die Welt wissen, welche Probleme oder welche Beschwerden man hat. Ne? Deshalb habe ich für euch jetzt extra diese E-Mail-Adresse eingerichtet. Und ich würde mich freuen, wenn ihr die entsprechend auch benutzt und mich einfach da mal kontaktiert. Ja, soviel zu den Neuerungen. Ich habe die E-Mail-Adresse auch sonst nochmal in die Kanalinfo geschrieben, damit man sie auch jederzeit entsprechend nochmal nachschlagen kann. Ja, was läuft denn jetzt ab Folge 12? Da könnt ihr auch gerne euch nochmal geistig auslassen, gerne einen Kommentar schreiben und natürlich den Kanal abonnieren, damit ihr keine weitere Folge von Online-Nachhilfe Augenoptik verpasst. Und auf Wunsch von eurer oder von eurer Seite aus habe ich mir überlegt, dass ich in Folge 11 mal ein Grundsatzvideo zur Refraktion mit der Kreuzzylindermethode mache. Und das Ganze wird allerdings unter in eine andere Playlist eingefügt. Und zwar wäre das dann, die Playlist werde ich dann noch erstellen, Wissen für Gesellen. Nicht, dass ihr euch wundert, ihr findet das Video in einer anderen Playlist oder halt eben nicht in der Playlist, die jetzt halt gerade eben aktuell läuft. Ja, okay, dann würde ich sagen, wir sind für heute soweit durch. Ich bedanke mich an der Stelle wie immer fürs Anschauen meines Videos. Und ich wünsche euch an der Stelle noch ein charmantes Wochenende. Und ja, viel Spaß am Wochenende. Trinkt nicht zu viel, falls ihr trinken solltet. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Alles klar. Bis denn. Ciao.